kriegt man das hin, in dieser Zeit, mit all dem, was wir alle erleben und mit dem, was die Welt durchmacht, wie kriegt man das auf die Reihe, dass man weiß, wofür man lebt? Und das ist, denke ich, in allen Filmen, die ich gemacht habe, das, worum es geht. Großer Mann, viel Haare, große Nase, große Brille, großer Mund, sanftes Wesen. Das ging irgendeine, so eine warmherzige Einsamkeit von ihm aus. Die hat mich angezogen. Ich weiß noch, wie mein Vater gesehen hat, wie sich da aus dem Fenster raus filme. Und er sagt, was interessiert dich denn da alles? Das ist mein Kunstlehrer übrigens. Ich habe dann gefragt, wer ist denn das? Dann hat jemand gesagt, ach, der ist Regisseur. Und er hat dann irgendwie gesagt, Filmemacher. Und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt. Er hatte so einen langen Loden, wie das da war, ich auch. War super alles. Das ist eine Art Freundschaft, ja. Aber auch, die ist dann unterbrochen durch 10 Jahre beidseitiges Schweigen, was aber nichts Bösartiges ist. Was geblieben ist oder was ich denke, was bleiben wird, sind nur die Sachen, die mit Überzeugung und wirklich mit Liebe gemacht worden sind. Und es bleibt deswegen, weil die Haltung oder die Einstellung, die dazu geführt hat,